Hallo, meine lieben Skorpione. Ja, ich möchte für den Monat Juli jetzt mal reinschauen, was in der Liebe so bei euch passiert. Ich schaue mir deine Energien an, die des Gegenübers und natürlich, was zwischen euch da losi ist. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es da so weitergeht, was in der Liebe halt auf dich zukommen kann. Es kann auch sein, dass du hier für einen Skorpion schaust. Da bist du natürlich auch herzlich willkommen. Und genau, ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also, falls du mir jetzt Mann zuschaust, drehst dir bitte um. Auch können manchmal die Positionen ein bisschen vertauscht sein. Das spürt euch bitte einfach hinein. Ja, da es ein allgemeines Reading ist, kann es auch nur in Teilen zutreffen oder auf dich passen. Spürt euch da bitte einfach rein. Auch wenn das jetzt dein Sternzeichen ist, bedeutet das nicht, dass du automatisch hier in Resonanz gehst. Okay. Schauen wir mal für den Monat Juli, was darf ich dem Skorpion in der Liebe sagen? Was ist wichtig für den Skorpion? Okay, wir haben hier die 5 der Schwerter, wir haben den Page der Schwerter. Und wir haben die 10 der Stäbe. Oha, okay. Also ihr Lieben, was ich hier sehe, ist, dass, egal, ich hau's raus. Es gibt halt nicht immer schöne Botschaften. Ich sehe hier leider, dass hier irgendetwas auf dich zukommen könnte im Juli, was dir vielleicht schon länger Schwierigkeiten bereitet. Du hast hier so innere Konflikte, die dich immer wieder belasten könnten, ja. Mit dem Page der Schwerter habe ich auch das Gefühl, dass du etwas beobachtest. Vielleicht auch bist du, wie gesagt, im Moment, vielleicht bist du da auch schon drin, dass du ziemlich belastet bist, dass du sehr niedergeschlagen bist, ja. Ich habe hier wirklich eine sehr, sehr anstrengende Energie liegen. Und wir schauen jetzt auch mal gleich beim Gegenüber, weil ich habe das Gefühl, hier kann es sein, also entweder bist du enttäuscht worden durch etwas, was vielleicht auch gesagt worden ist, oder du wirst noch enttäuscht. Und das ist hier auch sehr belastend für dich, ja? Okay, schauen wir mal weiter, was da bei deinem Gegenüber los ist. Noch heißt das ja gar nichts, ja? Wir haben das Rad des Schicksals. Also es kann sein, dass du hier mit einer schicksalshaften Verbindung zu tun hast. Es ist jemand mit dem Eremiten, der sich zurückgezogen hat von dir. Und das Ass der Münzen ist noch gefallen. Das ist ganz gut. Also bei deinem Gegenüber sieht es hier ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, dass du es hier mit jemandem hast, der schicksalshaft mit dir verbunden ist, wo es vielleicht auch mehrere Male irgendwelche Enttäuschungen gab. Ja, ich habe das Gefühl, dass dein Gegenüber jemand ist, der, wie gesagt, im Rückzug ist, um für sich auch eine Erkenntnis zu bekommen. Hier geht es ganz stark auch um eine Lernaufgabe mit dem Rat des Schicksals und den Eremiten. Es kann sein, dass dein Gegenüber momentan sich auch zurückgezogen hat von dir aufgrund beruflicher Situationen, ja, weil man hier einfach sehr viel zu tun hat, weil man vielleicht einen neuen Job angefangen hat oder sich bewerben möchte und wie gesagt, irgendwie etwas vielleicht mit dem Ass der Münzen kann es sein, dass er sich hier um berufliche Dinge halt einfach kümmert und vielleicht hast du dich auch mit ihm gestritten wegen genau solcher Dinge, ja, und es belastet dich einfach, weil irgendwie ist zwischen euch kein Fortgang, ja, und er hat sich hier eher rausgenommen, was ich so wahrnehme. Oder er wird es noch tun. Wir schauen mal, wie es da zwischen euch jetzt weitergeht. Das gibt uns dann auch schon mal Aufschluss. Ja, also ich habe ganz, irgendwie kriege ich dieses Gefühl, dass du entweder schon in dieser Situation bist. Oder dass, wie gesagt, die schon in deiner Vergangenheit einfach liegt, ja. Ich habe hier den Magier, der zeigt uns einmal an, dass es hier darum geht. Der Magier steht auch immer für Neubeginn. Okay, mit den 4 der Schwertern habe ich hier,
Wie gesagt, ich habe hier eine Lernaufgabe bei deinem Gegenüber und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sein kann, dass man, wie gesagt, hier die Chance nutzt, nochmal auf dich zuzukommen, sich aber erneut nochmal zurückzieht. Das sehe ich hier gerade. Ja, man ist hier so auch in so einer Übervorsicht. Es geht aber generell um etwas, was hier gelernt werden soll. Und das zeichnet sich hier bei dir sehr belastend an. Tatsächlich. Ja, es geht darum, dass ihr Gefühle füreinander habt. Das sehe ich hier mit dem König der Kelche. Ja, vielleicht hast du es hier auch mit einem König der Kelche zu tun. Oder du bist das generell. Ja, hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass hier jemand wiederkommt, ja, mit einer Chance auf einen Neubeginn und du aber sagst, warte mal, so einfach geht das jetzt hier nicht, ja, du hast mich hier mehrfach enttäuscht, hier gab es einen schwereren, längeren Weg, ja, und immer wieder waren Dinge, andere Dinge vielleicht wichtiger. Es war, was ich so reinbekomme, ist, dass dieser, also dass dein Gegenüber sich nicht zum ersten Mal zurückgezogen hat, es könnte hier so eine On-Off-Geschichte sein, ja. Und mit dem König der Kelche sehe ich schon, dass man hier Gefühle für dich hat oder auch du Gefühle für diesen Menschen hast. Und man ist, wie gesagt, ein Mensch, der eher dann auch sehr vorsichtig agiert. Und ich glaube, dass du gefühlstechnisch nicht rauslässt, was, was wirklich vor dir geht. Ja, also was, ach Quatsch, was für dich. Was in dir abgeht sozusagen, gefühlstechnisch, ja, das hältst du zurück mit den vier der Schwertern. Es kann aber auch sein, dass, wie gesagt, ein Mensch wieder auf dich zukommt und der erneut nochmal in diesen Rückzug geht. Ja, das sind jetzt diese zwei Szenarien, die ich hier reinbekomme. Mit dem König der Kelche ist es wirklich, es ist dein Element, ja, es ist ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat. Es ist ein Mensch, der vielleicht generell im Leben sehr vorsichtig ist, der auch sehr sensibel ist, der, ja, man muss gucken, ne? Also der kann schon die Gefühle nach außen sehr gut tragen. Er kann sie aber auch sehr gut, sage ich mal, für sich behalten, ja? Also, und ich habe hier so das Gefühl, dass dieser Mensch eher so ein bisschen bei sich bleibt, obwohl man hier wirklich auch was Neues mit dir starten möchte. Es ist halt so, dass dieser Mensch, oder ich habe auch das Gefühl, dass es hier um dich geht, also dass du hier wirklich auch so ein bisschen vorsichtig bist, weil einfach bei dir hier diese Belastungskarten liegen, wirklich, und das sind jetzt keine leichten Karten. Hier geht es um Enttäuschungen, hier geht es um Niederlagen, hier geht es darum, dass dieser Weg eigentlich mehr als leicht war. Ja, du hast immer wieder vielleicht auch Enttäuschungen hingenommen und du bist hier auch so ein bisschen brastig auf dein Gegenüber, ja. Also ich nehme hier so eine gewisse unterschwellige Wut wahr aufgrund dieser Enttäuschungen, aufgrund dieser Belastung, die er dir zugefügt hat, vielleicht auch aufgrund dessen, weil man sich immer wieder rausgenommen hat, weil man gefühlstechnisch dich nicht rangelassen hat, ja, nicht zu euch gestanden hat und, ja. Also da können tausend mögliche Dinge jetzt die Gründe dafür sein. Fakt ist, dass man hier irgendwie eine vorsichtige Annäherung wieder starten möchte, ja, weil man hier schon merkt, dass man Gefühle füreinander hat. Aber es ist so ein bisschen mit einer unterschwelligen Wut, was ich hier reinkriege. Schau mal weiter. Ja, also ich glaube, du wirst hier sehr kühl, sehr distanziert zu ihm sein. Wenn er hier kommt, ja, auch wenn du Gefühle für diesen Menschen hast, sehe ich hier, du bist vielleicht jetzt gerade wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen, du bist sehr rational, du weißt ganz genau, was man dir angetan hat und von daher bist du da auch so, dass du deine Gefühle wirklich an die Seite für ihn stellst, obwohl du sie sehr stark in dir trägst, ja, also ich sehe ja auch, dass du so ein bisschen nicht dein ehrliches Bild ihm gegenüber zeigst, ja, sondern da sehr, sehr vorsichtig bist. Das ist diese Möglichkeit, die ich hier tatsächlich sehe mit der Königin der Schwerter, das ist das Luftelement, ja, und ich
Ich habe das Gefühl, dass du, wie gesagt, du hast einfach zu viel durchgemacht, um dich jetzt weiter irgendwelche, also er braucht hier nicht kommen mit irgendwelchen schönen Sätzen. Ja, sowas, glaube ich, zieht bei dir nicht. Du willst Taten sehen, was ich hier reinbekomme. Ja, also der muss hier was tun. Schauen wir mal weiter, wie das hier weitergeht noch zwischen euch. Wir haben den Teufel und die Königin der Münzen. Also es kann sein, dass du hier auch tatsächlich auf jemanden schaust, wo es noch eine andere Person gibt. Ja, das ist die Möglichkeit eins, wo es einfach Abhängigkeiten gibt. Das kann auch etwas sein, was hier immer wieder, sage ich mal, in eure Verbindung reingegrätscht hat. Ja, ist es tatsächlich so, dass dieser Mann verheiratet ist, muss ich dir leider sagen. Und ich bin keine Schönrednerin. Wenn euch das Blaue vom Himmel erzählt werden soll, dann seid ihr hier bei mir tatsächlich falsch. Ich sage es jetzt ganz krass so, mir gefällt das auch nicht, das zu sagen, aber wenn er hier verheiratet ist, wird er sich hier gegen dich entscheiden. Ja, das ist etwas, was ich hier tatsächlich reinbekomme für etwas oder für all diejenigen, die hier auf jemanden Verheirateten schauen, ja, der sich immer wieder rausgezogen hat, der immer wieder bei seiner Frau geblieben ist, sich nicht für dich entscheiden konnte. Da sehe ich tatsächlich, hier gibt es Abhängigkeiten, auch wenn es ihm nicht gut tut, sehe ich im Juli tatsächlich keine Lösung von dieser Person, ja. Und hier ist nichts in Stein gemeißelt, das möchte ich dazu auch noch mal sagen. Das ist jetzt für den Juli. Ja, ich sehe hier nicht im Juli, dass dieser Mensch sich, wenn, dann trennt. Vielleicht passiert es irgendwann anders, aber das ist auch etwas, wo ich mich sehr stark von distanziere, ja. Da mache ich jetzt auch keine Aussagen dazu, weil ich will euch hier keine unnötige Hoffnung geben oder sonstiges dergleichen. Ansonsten ist es so, dass es hier vielleicht auch finanzielle Abhängigkeiten gibt von einem, von einer, also er muss jetzt nicht gebunden sein, aber dass er hier finanzielle Abhängigkeiten hat, im Beruf auf dieses Geld angewiesen ist, ja. Vielleicht macht ihn hier auch eine Chefin so ein bisschen das Leben zur Hölle, deswegen muss er hier Überstunden machen oder so eine Sachen und hat hier wenig Zeit für dich, zieht sich deswegen immer wieder raus. Diese Möglichkeiten gibt es auch. Ja, es muss hier nichts Zwingendes mit einer, mit einem, ne, also dass dieser Mensch jetzt hier irgend noch eine andere Person hat. Das muss nicht sein. Es geht nur darum, wenn du auf einen verheirateten Mann schaust. Da sage ich dir halt, im Juli sieht es nicht nach Trennung aus, dass er sich davon loslösen kann. Hier geht es auch um etwas Schicksalshaftes zwischen euch, ja. Also, ich nehme es einfach so wahr, dass es hier was zu lernen gibt bei deinem Gegenüber, ja. Und dafür braucht er auch diesen Rückzug. Der muss nämlich auch hier etwas erkennen. Der darf auch einen Wert erkennen, vielleicht auch seinen eigenen Wert, ja. Und das haben wir hier auch im Szenario 2, was ich so wahrnehme. Hier gibt es Selbstwertprobleme bei ihm. Es kann auch sein, dass er deinen Wert einfach nicht erkennt oder du einfach zu, also das ist die Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass quasi du über ihm stehst, ja, und ihn das wirklich Kopfzerbrechen macht, ja, weil vielleicht stehst du finanziell besser da, vielleicht hast du einen gehobenen Status, hast du ein höheres Ansehen, vielleicht hast du mehr Freunde, all diese Dinge, ja. Also es könnte sein, dass er gefühlt einfach so denkt, du stehst so ein Stück weit über ihm, ja. Ja, hier gibt es Dinge, die nicht, die hier, also du kannst es ja auch mit einem Menschen zu tun haben, wirklich, der auch ein Workaholiker zum Beispiel ist, ja, oder irgendwelche Süchte hat, sich immer wieder davongeschlichen hat aufgrund dessen. Also hier kann es einmal sein, dass du etwas nicht mitbekommen sollst, dass man
dir etwas, sage ich mal, sozusagen verheimlicht. Das kann Dinge sein, wo dein Gegenüber nicht befreit von ist. Wir haben hier zweimal wirklich die starke Befangenheit und die Abhängigkeiten. Das kann hier was mit dem Beruf zu tun haben. Das kriege ich ja am stärksten rein. Wie gesagt, für alle die, die jetzt auf jemanden Verheirateten schauen, da sehe ich einfach, dass es Dinge gibt, wo er sich hier starke Gedanken macht, ja, aber ich sehe keine Trennung sozusagen. Die Sieben der Schwerter ist auch immer so ein bisschen die Karte von ich ja, mache mich aus dem Staub, ich hau einfach ab, weißt du, so dieses, ja, das ist alles zu viel für mich, ich bin hier nicht frei, ja, ich will mir gewisse Themen nicht angucken, deswegen ist auch das Rad des Schicksals gefallen, weil es hier was zu lernen gibt, ja, und es kann sein, dass ihr diesen Kreislauf, wie gesagt, schon immer wieder mal hattet, weil diese Zehn der Stäbe, ich habe das Gefühl, dieser Höhepunkt im Endeffekt, wo man dir vielleicht auch wehtut, wird jetzt bald, oder wo man dir wehgetan hat, das wird bald rausgehen, ja. Und hier waren Schwierigkeiten aufgrund von Abhängigkeiten, hier waren auch Unehrlichkeiten, irgendwas hat er dir verschwiegen, das kann was mit der Arbeit zu tun haben, das kann einfach auch nur das Banale sein, dass man dir nicht sagen will, dass du mehr Ansehen hast, dass du eine bessere Stellung hast, damit kommt er nicht klar, weil er hier Selbstwertkomplexe hat, ja, das sind ganz, können ganz banale Dinge hier sein. Schauen wir mal noch weiter. Die Gerechtigkeit. Ja, die Gerechtigkeit zeigt ja auch an, dass hier etwas wirklich fair ablaufen soll. Das Universum möchte hier ja, ein Gleichgewicht in eure Verbindung reinbringen, obwohl dieses Gleichgewicht wahrscheinlich schon länger nicht besteht, ja. Also es sind wirklich schwierige Karten, muss ich sagen. Also es ist auch eine schwierige Energie. Mit der Gerechtigkeit nehme ich einfach wahr, aufgrund dieses, dass er sich immer wieder rausgezogen hat, ist keine Balance mehr da gewesen, ja. Und die Gerechtigkeit steht ja auch immer ja, dafür, dass man etwas wieder ins Gleichgewicht bringen soll, ja. Und da hat auch das Schicksal so ein bisschen, also das Universum so ein bisschen die Hand mit drauf, ja. Ja, was ich schon gesagt habe, du könntest es hier mit jemandem aus der Vergangenheit auch zu tun haben, ja. Jemand, der, wie gesagt, vielleicht auch schon länger nicht mehr in deinem Leben ist. Das sehe ich jetzt hier auch. Da gab es diese Problematiken vielleicht auch alle schon, ja. Und man erinnert sich immer wieder auch an die Zeit. Und ich habe das Gefühl, hier kommt jemand auf dich zu. Hier wird man einen Kontakt definitiv nochmal aufleben lassen. Aber es ist hier jemand noch nicht frei, ja. Also erwarte hier keine Wunder tatsächlich. Also ja, erwarte hier keine Wunder, ist mit der Sonne hier so ein bisschen auch abgemildert. Ich muss sagen, die Sonne ist natürlich die größte Glückskarte mit dem Ass der Münzen auch. Ich sehe aber den Zusammenhang der Karten und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, dass es hier eine positive Veränderung geben wird. Wie gesagt, zumindestens für die Menschen, die hier auf jemanden gucken, der einfach immer, wo das alles hier in der Vergangenheit lag, ja, da kommt ein Neubeginn rein, da kommt eine erneute Kontaktaufnahme, die sehr vorsichtig stattfinden wird. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Für alle anderen ist es wirklich so, wenn jemand hier verheiratet ist, ich sehe keine Trennung von dieser Person, sage ich ganz klar so, wie es ist. Und für alle, die auf einen Ex-Partner auch schauen oder on-off-Gedöns, ja, da kommt wirklich ein Wandel rein tatsächlich. Ein sehr positiver Wandel, weil hier geht es auch um den Neubeginn. Man erinnert sich auch immer wieder an die Dinge, die man mit dir erlebt hat im positiven Sinne, ja. Die Hohepriesterin, das wird dir noch nicht sichtbar sein. Also das ist für dich alles noch nicht sichtbar. Aber das kommt und ich habe das Gefühl, du wirst es auch spüren. Also hier geht es wirklich darum, dass jemand sehr vorsichtig sich dir annähert. Ja, mit dem Magier und den Vier der Schwerten habe ich so dieses gewisse
diese gewisse Vorsicht. Hier war auch eine Zwangspause drin, vielleicht weil es hier wirklich Abhängigkeiten gab, weil jemand hier wie auch, wie gesagt, das kann ja auch ein Workaholiker sein, ja, oder irgendwelche anderen Süchte, die immer wieder eine Rolle gespielt haben in eurer Verbindung, weswegen sich jemand immer wieder rausgezogen hat mit den Sieben der Schwertern, ja. Und hier siehst du jetzt das Ende sozusagen. Das ist die Gerechtigkeit, die Sechs der Kelche, die Sonne und die Hohepriesterin. Ich habe das Gefühl, dass das schon ziemlich, bei ziemlich vielen von euch ist das schon alles vorgefallen. Und hier kann jetzt eine positive Veränderung reinkommen. Zumindest, dass etwas fair und gerecht abläuft und in der Waagschale vernünftig ist. Ja, es geht auch ums Geben und Nehmen. Und er hatte hier definitiv auch eine Lernaufgabe tatsächlich. Wir schauen jetzt mal mit den Orakelkarten noch ein bisschen weiter. Okay, ja, das Schneckentempo. Etwas geht sehr langsam und braucht Zeit und Geduld. Also ich sag ja, das ist hier wahrscheinlich etwas, was schon länger, ne? Und diese Belastungen, die gehen aber auch... Also ich habe das Gefühl, du bist da schon drin und die werden im Juli wird es leichter werden tatsächlich, ja. Für alle die, wie gesagt, die nicht auf einen verheirateten Mann schauen. Ich muss es leider so sagen, ja. Herrschaft, Macht, Kraft, Reichtum, Liebe, Leidenschaft, Unsterblichkeit und Schönheit. Hier geht es wirklich darum, dass man sich einfach mega anziehend findet, dass man eine Präsenz auf den anderen auswirkt, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass man, wie gesagt, jemanden, also hier geht es auch um die Machtverhältnisse. Wie gesagt, das kriege ich hier ganz stark so rein. Hier hat jemand auch wirklich ein starkes Selbstwertthema gehabt, ja. Man konnte dir sozusagen nicht das geben, was, ja, was man sich eigentlich gewünscht hat. Aufgrund dieser Problematiken, aufgrund dieser Abhängigkeiten, vielleicht, wie gesagt, ist man auch auf dieses Geld angewiesen, ja. Und es ist hier eine ziemlich kraftvolle Verbindung zwischen euch. Yin und Yang, Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Also ich habe wirklich ganz stark das Gefühl, dass es hier im Grunde genommen wirklich nur um die Balance zwischen euch geht, um das Geben und Nehmen, ja. Und da wieder das Gleichgewicht zu finden, das kriege ich mit der Karte hier rein. Wir haben den Zauberstab, Wunder, etwas geschieht wie von Zauberhand, aber auch Manipulation. Das habe ich auch hier so ein bisschen, ja. Also hier wird jemand vielleicht auch nochmal, also vielleicht dreht ihr auch noch eine Ehrenrunde. Das kann ich jetzt nicht sagen, ja. Es kommt darauf an, wie weit seid ihr in eurem Prozess. Weil wenn es, also weil hier, das kann auch sehr gut ein Seelenpartner sein tatsächlich, ja. Und alle für die, die hier auf ihren Seelenpartner schauen, sehe ich auch, dass hier eine positive Veränderung kommt, eine erneute Kontaktaufnahme. Schau dir die Worte aber auch ganz genau an, ja. Denn, und vor allem nicht nur die Worte, schau, wie verhält sich dieser Mensch dir gegenüber. Ja, daraus kannst du schon viel für dich, glaube ich, rauskristallisieren. Hier soll jedenfalls wirklich... etwas sich positiv verändern, was du jetzt noch nicht sehen wirst, vielleicht auch im Juli noch nicht sehen wirst, aber es soll kommen, ja. Die Hohepriesterin spricht immer von auch, dass etwas noch nicht sichtbar ist. Und du darfst wirklich wissen, du wirst hier wieder im siebten Himmel schweben, ja. Du wirst hier auch verliebt sein und die Engel sind hier auch an deiner Seite. Du brauchst dir da keine Sorgen machen, wenn du jetzt in so einem Szenario steckst. Der Bach, etwas möchte in den Fluss kommen, Kraft, Stärke begleiten dich, Ex-Partner. Also sag ja, hier geht es um jemanden aus der Vergangenheit tatsächlich, ja. Und dieser Mensch hat viel Scheiße mit dir abgezogen, so wie ich reinkriege, ja. Der Fuchs ist noch im Unterdeck. Und dieser Mensch ist auch sehr raffiniert, ja. Und mit dem Magier sehe ich da so, ich habe hier eine kleine Vorsicht drin, wenn der wieder reinkommt, ja. Schau es dir gut an und versuch wirklich auch deine innere Mitte zu behalten, in der Balance zu bleiben, wenn sich da jemand wieder meldet, ja, denn dieser Mensch hat hier wirklich starke Lernaufgaben, sich von Abhängigkeiten im Endeffekt zu lösen, ja, und das hat hier auch was mit seinen materiellen Geschichten zu tun oder mit seinem Job, kriege ich hier ganz stark rein.
So, wir gucken mal, was die Engel der Liebe noch sagen. Ja, ihr werdet hier Gespräche von Herz zu Herz haben. Sprecht ehrlich über eure Gefühle. Ich glaube, das wird auch kommen. Und hier kommt wahrscheinlich also eine neue Liebe oder eine alte Liebe, je nachdem, wie du dich auch entscheidest, ja, hat hier eine neue Person deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Es kann auch sein, dass er wirklich sich komplett verändert und du bist da wirklich so, oh, kann ich dem jetzt trauen oder nicht, ja. Im Moment ist Rückzug, es ist Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Also ihr habt hier momentan wahrscheinlich, wie gesagt, sehe ich auch mit dem Eremiten, keinen Kontakt. Ja, oder wenig Kontakt, sporadischen Kontakt, sowas sehe ich hier, oder auch schon lange gar keinen Kontakt. Hier kann nochmal etwas wieder in den Fluss kommen, oder hier soll wieder etwas in den Fluss kommen, denn ich habe ganz stark, wie gesagt, das Gefühl, dass das hier auch eine Seelenpartnerschaft ist, ja. Wir haben hier noch den Engel Channa. Du bist vor allem Leid geschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Also das ist jetzt krass, weil ich habe ja gesagt, ich glaube, dass diese Belastungszeit jetzt bald zu Ende geht, dass das so ein Übergang sein wird, ja. Und es wird hier leichter werden. Diese Dinge lagen wahrscheinlich wirklich in der Vergangenheit oder du bist noch so ein bisschen in dieser starken Enttäuschungsenergie, Belastungsenergie. Wird aber im Juli leichter, das darf ich dir schon sagen, ja. Welcher Engel ist denn noch hier für dieses Reading zuständig? Wir haben hier noch Celeste bekommen. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energien. Ja, es kann auch sein, dass zum Beispiel dieser Mensch zu dir kommt und sagt, du, ich habe mir hier dies verändert oder ich habe das verändert. Und du bist sehr misstrauisch, ja, das kann auch passieren. Dann haben wir noch Chantalle. Eine neue Romanze steht vor der Tür, es sei jemand Neuem oder durch Wiederentfachen der Leidenschaft in deiner existierenden Beziehung. Sei bereit, Liebe zu geben und zu empfangen. Ich sag ja, hier kommt jemand wahrscheinlich wieder bei euch, ja. Jemand, der sich von dir zurückgezogen hat, jemand, ja, wo es diese Problematiken halt alle gab, ja, und jemand, wo, wie gesagt, hier noch irgendwelche Abhängigkeiten hat, beziehungsweise jemand, der einfach nicht frei ist. Ja, und jetzt nochmal zu der Variante, wo jemand verheiratet ist, ja, und in einer Verbindung ist. Schau es dir bitte genau an. Bist du der Seelenpartner? Ist das dein Seelenpartner? Schaut euch das bitte genau an, spürt euch da genau rein, ja, weil, wie gesagt, im Juli sehe ich noch keine Trennung, das kann sich immer ändern und es gibt genug andere Kollegen, die eine Dreierkonstellation zum Beispiel auch abklären, da würde ich euch bitten, dann da vielleicht nochmal zu gucken, ja, wenn ihr jetzt hier in diesem Reading sagt, okay, das passt schon, schaut da bitte selber und bedenkt immer, es ist ein allgemeines Reading, ja, es kann passen, es muss nicht passen. Auf jeden. Und wenn du da eine 100 oder ist, noch nee, falsch gesagt, es gibt keine 100-prozentige Garantie. Ja, jede Kartenlegerin, die dir 100-prozentige Garantie gibt, da wäre ich vorsichtig. Ja, es ist eine Tendenz. Die Karten zeigen eine Tendenz an. Ja, und ich sehe hier die Tendenz tatsächlich, dass sich ein verheirateter Mann nicht trennt. Und wie gesagt, ich distanziere mich auch von dieser Dreierkonstellation. Ich mische mich da nicht ein und es ist für mich, es fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an, weil man muss auch immer selber überlegen, was ist, wenn ich selber verheiratet wäre und. Ja, also ich kann da einfach nicht mitgehen. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und ihr habt da Verständnis für. Dass ich mich da distanziere. Es gibt halt genug andere, die das machen und für die mag es sich richtig und stimmig anfühlen, für mich allerdings nicht. Ja, und genau, das war mir jetzt nochmal wichtig zu sagen und genau mit der, ich hatte den Faden noch verloren. Die Geschichte ist, wenn du wirklich wissen willst, wie es in deiner Situation weitergeht, ja, gerade wenn du in so einer Dreierkonstellation zum Beispiel steckst,
ist es immer ratsam, dir an der Stelle wirklich ein persönliches Reading zu buchen. Ja, und nein, an der Stelle, ich mache keine persönlichen Readings. Ich finde es nur fair, dir das einfach zu sagen, ja. Denn da kann man deine Situation besser und genauer eben anschauen und gucken, wie sich das entwickelt, ja. Genau, also ihr Lieben und für alle anderen, die auch genau wissen, ja, das war mein Seelenpartner, ich habe hier gelitten wie ein Hund, es wird leichter, du wirst ja auch eine Kontaktaufnahme im Juli, sehe ich schon sehr wahrscheinlich, ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen, sei ein bisschen wachsam, sei ein bisschen vorsichtig, schau dir das wirklich genau an, was da von deinem Gegenüber auch kommt. Nicht, dass ihr dann noch eine Runde mehr dreht. Ja, wenn du merkst, der kommt in derselben Energie wieder, schau, dass du für dich wirklich in deiner Balance bleibst. Ja, dass du es schaffst, irgendwie in deine Balance zu bleiben. Hier soll eine positive Veränderung reinkommen. Die siehst du noch nicht, die wirst du auch im Juli noch nicht sehen. Das kriege ich hier rein, ja. Oder wenn nur wirklich ganz, ganz dezent, dass du merkst, oh, da fängt sich einer an, ein bisschen zu bemühen oder ne, da meldet sich einer wieder mal öfter oder wie gesagt, verändert irgendwelche Dinge, die du mitbekommst. Das sind so Sachen, aber ich glaube nicht, dass jemand wirklich jetzt im Juli kommt und sagt, bam, ich will nicht zurück. Das sehe ich nicht. Das kommt später wahrscheinlich dann, ja. Okay, meine lieben Skorpione, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte irgendwem von euch da ein paar Informationen geben. Und ja, wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Und ja, falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir natürlich gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Da freue ich mich immer mega drüber und ich bedanke mich nochmal an der Stelle für jegliche Wertschätzung in meine Richtung. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Lieben, und ich sage jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.